Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Mad Max. Die Leute sind hier noch gut drauf, auch wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Dinge haben sich geändert, aber wir sind immer noch da. Leider nicht so wie in letzter Folge angekündigt mit Zytex. Er hat leider gerade keine Zeit. Deswegen machen wir es einfach mal so wieder. What? Sanctum, Temple, Altar, Tower with a big cross on it. Oh, yeah, that sounds easy to spy from afar. But, well, I know of no such place. Ja, vielleicht werden wir einen finden. Jetzt gucken wir erstmal auf die Karte. Also wie gesagt, der Zytex hat leider keine Zeit, deswegen machen wir es jetzt mal einfach für uns alleine. Wir haben hier noch was zu erledigen, oh ja. Und ich würde einfach mal sagen, wir haben hier ziemlich viele Begegnungen. Ich würde einfach mal hier gleich rüber cruisen, dann gucken wir mal. Wir sind noch gerade wieder im Stream. Und oh mein Gott, ist die letzte Aufnahme lange her. Beziehungsweise der letzte Stream ist noch länger her von Mad Max. Und mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt abschließen, wer weiß. Wir zocken jetzt einfach mal ein bisschen drauf los. Ich hatte gerade ein bisschen Lust drauf. Und hier drüben müsste jetzt gleich jemand auf uns warten. Es ist schon echt ein grandioses Spiel. Hier ist sogar noch mal so ein Konvoi hier unterwegs. Guck mal an. Oh, das ist aber schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Oh mein Gott, wie ging das nochmal hier so? Ist schon wieder ein bisschen her, aber ich kann es noch. Und ich glaube, eventuell haben die keine Lust mehr. Ja, ich glaube, das ist ihnen genug. Okay. So, ich habe immer so ein bisschen Auge auf OBS, aber es scheint alles gut zu laufen. Ja, was kann ich noch erzählen? Ich habe mittlerweile ein neues Mikrofon, hört man vielleicht. Es hat sich auch da was verändert an der Front. Niemals lässt er sie alleine. Aber ansonsten alles ganz entspannt, der gleiche Typ wie immer. Wir reden mal mit der Dame. A grand deed, warrior. But we stand in peril still. The attackers have many more of those cursed fire lobbers hidden away around here. Please do destroy them. Please save us once more. In Ordnung, Legendenbegegnung. Zerstöre alle Katapulte von Stankum, die in der Totenlehre zu finden sind. Belohnung, ein Griffer-Zeichen. Brauchen wir ja jetzt nicht mehr wirklich, ne? Aber in Ordnung. Wir werden uns darum kümmern. Ich steige immer noch links ein, ne? Oh Mann, da werde ich mich nie dran gewöhnen, dass das Lenkrad auf der anderen Seite ist. Hier haben wir noch einen Informanten. Und dann würde ich einfach auch wieder anfangen, hier die... Was ist das hier? Ah, ja, okay, das sind jetzt diese Katapulte. Dann würde ich ja, wie gesagt, einfach anfangen, hier diese Sachen wieder zu erledigen. Ich weiß halt echt nicht so. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist nicht mehr viel. Ich weiß noch, dass Zytex das letzte Mal gesagt hat, dass es schon noch einiges ist. Aber ich meine, es schaut viel aus, aber ich glaube nicht, dass es dann am Ende wirklich auf das drauf ankommt. Da haben wir schon wirklich Schlimmeres erledigt. Und irgendwie, wenn wir jetzt mal angucken, die haben auch wirklich Angst vor uns, ne? Die hauen direkt ab, wenn wir die anschießen. Ein Auto zerstört, die anderen, die ziehen direkt durch hier. Sehr krass. Hallo, Mister. Was kann ich für dich tun? Was hier ein bisschen Benzin, wie es ausschaut, ist da Wasser drin. Schaut auch nicht mehr so gut aus. Famous Slayer of Warboys, Sawer of Nuggets, Driver of Monstrous Machines and Wasteland of Gas-Clugging Warcamps. You are legend. Okay, ich danke dir. Das ist ja ein sehr, sehr nettes Kompliment von dir. Ich bin eine Legende. Okay. Interessant. Netter Typ. Sehr sympathisch. Wir haben hier einen Suchbereich. Ich weiß nicht, soll ich hier vielleicht erstmal den Bereich machen, weil der ist schon so ein bisschen angeorangt hier. Der ist halt schon ziemlich weit. Und dann haben wir noch drei ganze Gebiete. Würde ich vielleicht einfach mal hier so drüber cruisen oder so. Hier ist ein Minenfeld. Den Wuffy dann auch irgendwann mal holen. Also im Endeffekt ist es ja egal. Was ist das hier? Finde Crow Dazzles Auto. Wäre auch noch eine Nebenquest. So viele Möglichkeiten. Vielleicht auch der Informant hier drüben einfach mal. So hier hin. Unbegrenzte Möglichkeiten hier in der Welt von Mad Max.
So, ich glaube, ich werde eventuell... Wir nehmen jetzt mal eine Folge auf und danach werde ich mal mein Mikro, glaube ich, ein bisschen runterdrehen. Wie gesagt, es ist neu. Ich bin da noch ein bisschen am rumbasteln, so auch mit Equalizer und hast du nicht gesehen. So hundertprozentig... Upsie. Also ich bin schon zufrieden, so wie es jetzt ist, auf jeden Fall. Ich habe da schon viel rumgebastelt. Aber eine Sache stört mich noch, und zwar die Lautstärke. Weil ich doch schon... Ja, wobei, ich weiß nicht, oder? Das kommt auf die Situation an und auch aufs Spiel. Also jetzt gerade finde ich es okay. Ich weiß es nicht. Das ist so ein kleiner Tweak noch. Ein bisschen leiser. Aber jetzt gucken wir erstmal hier. Da gibt es wieder eine Begegnung. Ein bisschen Schrott gibt es natürlich auch wieder zu sammeln. Munition. Frag mich, ob wir die brauchen können. Da. Donnerstechladung. Kommen die jetzt wirklich hierher? Niemals, oder? Ach, Jungs. Wie war das nochmal? Y zu blocken, ne? Genau. Ah, das Kämpfen ist aber so gut in dem Spiel. Wo ist der andere? Hier. Ich weiß ja nicht. Ich sehe das irgendwie anders. Wenn du wüsstest, ich habe schon Stratus erledigt. Der kommt hier an und sagt, wir werden bluten. Sei gegrüßt. Soll ich dir helfen? Stuff in the Great White. But here, nah, you're just another meatbag here. Say you want in on this? Help me with this loot, and we'll split it middlewise. Okay, ein bisschen Schrott. Gesundheit ist voll, das heißt, Maden können wir leider gerade nicht essen. So eine Schande aber auch. Ein kleiner Snack, der wär's doch jetzt gewesen. I don't mean to question your saintly methods, but the angel calls for our holy work to go on. Wir werden weitermachen, keine Sorge. Na, wir lassen die mal ganz kurz reden, ich markiere bloß. And fulfill the holy task which the angel combustion has bestowed on us. Also, it makes her cranky. I can hear her. Was er alles hört. Ach ja. Ich bin immer noch nicht ganz einverstanden mit dem Ende vom Spiel. Ich muss mittlerweile auf jeden Fall eingestehen, das habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, wie gesagt, das ist schon länger her, dass wir aufgenommen haben. Deswegen ist mir jetzt gerade auch eher wichtig ist, dass wir das mal jetzt hier... doch irgendwann mal abschließen, nicht, dass es sich wie Tomb Raider 2, glaube ich, war es, über 8 Monate zieht. Ich meine, da sind wir mit Mannwix auch schon lange drüber jetzt. Aber, ja, doch, wäre schon schön, mal etwas abzuschließen, ne? Aber das Ende, ich weiß nicht, so, es passt absolut zu Mad Max, es ist irgendwie so sein Stil. Aber es hätte ein Happy End sein dürfen, hätte ich nichts gegen gehabt. Es tut immer noch ein bisschen weh. Ja, auf jeden Fall. So, hier haben wir ein kleines Zeltchen. Kannst du mir was über den Außenposten sagen? Two Towers of Doom and filled with great wealth there. I've watched for too long. My chances dwindle with my lust to die. You wanna go? Then make sure to silence the war cry and choose either tower for entry. One of them even has an extra hidden entrance. Less protected. Bid you good fortune, killer. Eine der Türme hat einen geheimen Eingang. Lager Zwillingsschwestern. Dieses Lager besteht aus 2 rostigen Silos. Eines der Silos hat nur einen Eingang, doch das andere hat 2. Die Hauptverteidigungskräfte befinden sich oben auf den beiden Silos. Zusätzliche Informationen: auf dem Dach sind Sniper postiert. Die Tanks für die Flammenrohre befinden sich auf dem Dach.
Informationen im Logbuch gespeichert. Also wir haben hier die zwei Silos, wir sehen sie. Eins hat nur einen Eingang, das andere hat zwei. I mean, in Ordnung. Würde ich da jetzt einfach mal hinfahren. Wir klopfen mal ganz kurz sanft an. Und dann gucken wir mal. So, ja. Wir könnten natürlich auch den hier machen. Sekunde. So, wie war das Zielen? Warcrier, das sind lauter Sniper, aber wirklich ends viele Sniper. Noch mehr Warcrier. Da ist eine... Was, wie heißen die Dinger? Donnerstabwerfer. Flammenrohr. Noch ein Flammenrohr. Ich weiß nicht, ist es klug herzugehen und jetzt zu sagen, jo, wir machen mal diesen hier. Wir haben schon mal die ersten erledigt hier. Das wird nichts bringen. Okay, der Sniper schießt auf uns, alles gut. Komm schon. Er ist recht weit weg. Kein Ding für uns. Dann würde ich... Ausweichen kann man so, genau. Wie lade ich nach? Ach, macht er selber. Einsteigen. Und dann fahren wir mal vor. Ich glaube, der Großteil der Verteidigung sollte damit jetzt weg sein. Alarm wurde auch irgendwie keiner ausgelöst. Das wundert mich ein bisschen. Ah, jetzt. Warum sage ich es auch? Ich habe wahrscheinlich noch den Hinweis gegeben, dass sie keinen Alarm ausgelöst haben. Ich glaube schon, das Ding muss auch weg. Eine massive Vogelscheuche. Nice. Die Zeit haben wir aber, auch wenn Alarm ausgelöst wurde. Wir wollen ja, dass es spannend bleibt. Aber ich muss mir hier diesen Schrott holen, der da drin ist. Das ist einfach Pflicht. So, hier noch. Und den hier. Halt, hier liegt sogar noch was. Ist ja krass. Okay. Nix wieder aus hier. Nö, auch nicht. Okay, oh nein. Jetzt sind wir komplett stuck. Ja. In Ordnung. Kodierung überlastet? Wait, was? Nee, ist doch alles in Ordnung. Die Farben, es ist einfach so schön. Ich sehe gar kein Problem. Ich weiß nicht, was OBS gerade hatte. Ich hoffe, es ist alles gut. Okay, hier sehe ich schon mal einen Eingang. Komm schon, jetzt. Nice. Gut. Wir haben hier einen Eingang. Hier links haben wir einen und wo ist der zweite von einem Turm hier? Ist quasi im Endeffekt der dritte, ist schon klar, aber der zweite an einem Turm. Hier? Nee, das ist kein Eingang. Also muss er hier drüben sein. Aua. Ich weiß auch nicht warum. Wir hinterfragen es nicht. Aber ich habe schon wieder hier Codierung überlastet. Interessant, interessant. Dann würde ich vielleicht einfach mal die Preview ausmachen. Vielleicht hilft das. Oh, oh nein. Sekunde, ich muss raustappen. Wie macht man das nochmal manuell aus? Oh Gott. Vorschau deaktivieren so. Die haben tatsächlich mal... Das ist... Sehr gut. Ich habe gerade die Maus benutzt. Die haben tatsächlich mal die... Websockets geupdatet von OBS, deswegen konnte ich das gerade nicht mit dem Streamdeck machen. Ja doch. Und hier scheint der geheime Eingang zu sein. In Ordnung. Das bedeutet, wir holen uns jetzt den Wagen und wenn wir das Ding dann wegrammen, dann sollten wir da problemlos rein können. Also wirklich verstehen tue ich nicht, was er will. Mit Kodierung überlastet. Ich meine, das haben wir früher auch immer so gemacht. Da gab es auch nie Probleme, meines Wissens nach. Okay, kann ich jetzt einfach diese Autos hier wegfahren oder wie läuft das? Wie ist es, wenn ich jetzt hier... Ne, so geht es nicht. Okay, vielleicht mit ein bisschen mehr Anschwung hier. Profi am Werk. Und das war dann der geheime Eingang.
Okay, du wartest hier. Kurz noch ein bisschen stärken, bevor wir da reingehen. Da schon Lämpchen an. Snake am Lager, Zwillingsschwestern, Stufe 5. Okay, da weißt du Bescheid. Wir haben hier 37 Kämpfer. Hallo. Treffen sollte man, ne? Das war der erste. Wir haben auch direkt ein bisschen Schrott. Es macht mir gerade tatsächlich Sorgen, dass die Codierung die ganze Zeit überfordert ist. Oh, das ist gar nicht gut. Ich hoffe, dass es später in der Aufnahme keine Probleme gibt, deswegen. Wenn, dann tut's mir leid. Dann versuche ich das so schnell wie möglich zu beheben. Aber ich muss halt mal schnell eine Folge aufnehmen. Sonst wissen wir es halt nicht, ne? Na komm schon. Boah, wie viele hier auf sind. Ja. Oh, wir haben jetzt schon einen massiven Schwung an Frames, die einfach geskippt wurden. Das ist echt nicht geil. Aber warum? Ich meine, es hat vorher auch immer funktioniert. I don't get it. Das sind ein paar Maden da unten. Sehr mysteriös, also wirklich äußerst mysteriös. Die Sprünge, die er macht, also so wie das ausschaut, rein theoretisch müsste dann eigentlich Standbild komplett sein. Also ich weiß es nicht. Was wollen die denn jetzt? Ganz ruhig, Jungs. What the fuck? Also sollte es da wirklich Probleme geben, dann tut es mir vom Herzen leid. Weiß gar nicht, was ich da tun soll. Es wird halt legit schon kritisch. So, hier ein bisschen Schrott. Ich schau mal, wenn wir das Lager gleich eingenommen haben, dann machen wir mal den Cut. Dann gucke ich mir das mal ganz kurz durch. Historisches Relikt. Drehen. Das Leben ist Schönheit. Schönheit ist Familie. Schönheit ist ewig. Solange es Leben auf dieser Welt gibt, wird die Schönheit folgen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mir geht's gut. Abby. Did it die too? Beauty. Irgendwo schon, oder? In dieser Welt gibt es nichts Schönes mehr. Ah, es ist so brutal. Also sollte das wirklich am Ende absolut übel sein von der Qualität, dass es nur noch hängt, dann werde ich die Folge in Full HD vom Stream nehmen. Dann einfach die Streamaufnahme. Weil was anders... Wüsste ich gerade leider nicht. Da bauen sie gerade so ein Symbol hier zusammen. Guck mal. Was? Hier. Ach, ist ja heftig. Wird hier gerade gefertigt. Ich meine jetzt nicht mehr, aber... Sie hatten es bestimmt vor. Ah, ist das nervig, Mann. Wieso skippt er denn die Frames? Ne, weißt du was? Das wäre ja mal vollkommen dumm, wenn ich jetzt noch kurz warte. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt mal ganz kurz hier hin. Weil das wird immer mehr... Und dann machen wir ganz kurz einen Cut und ich schau mal nach, was es ist. Und wie halt die Aufnahme bis jetzt ausschaut. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Also bis gleich. Kurzer Moment, kurze Pause. Ciao, ciao. So, okay, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal in die Aufnahme reingeguckt und es schaut echt gut aus. Also ich sehe da kein Problem bis jetzt. Deswegen machen wir jetzt einfach mal so weiter. Und sollte es noch ernster werden, dann würde ich vielleicht mal was anderes probieren. So, hier haben wir ein paar Freunde. Wie könnt ihr denn in dieser absoluten Dunkelheit leben? Ist doch voll scheiße hier drin, oder nicht? Alter. Vor allem, er hat nicht mal was gemacht, der stand nur hier.
Yeah. Er zuckt noch ein bisschen, was, das Muscle Memory, das kennt er noch von der Matratze. So, hier ein bisschen Wasser abfüllen. Die brauchen es bestimmt nicht mehr. Und jetzt geht's halt schon wieder los hier. Wenn man mal guckt. Es sind schon wieder 54 Frames in kurzer Zeit übersprungen worden. Ich habe echt keine Ahnung warum. Es ist sehr interessant. Mysteriös. Äußerst mysteriös. Eine Sache könnte ich noch probieren, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Sekunde. Das Preview-Fenster noch kleiner ziehen. Aber, also bitte. Das kann es ja nicht sein. So, hier hinten hätten wir auch hochklettern können. Dann gehen wir mal noch weiter nach oben. In der Hoffnung, dass wir auch nichts übersehen. Aber nee, es hat nicht geholfen. Sehr, sehr seltsam, sehr seltsam. Aber es sind... es sind halt schon auch eher kleine Werte. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch hier in einem Innenbereich. Wenn ich jetzt draußen bin, wie ist es dann? Vielleicht ist es hier besser. Wüsste ich aber trotzdem nicht, warum das innen drin Probleme gegeben hat. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Da haben wir einen Freund schon mal rumbaumeln. Der wartet auf uns. Hier ist doch keiner. Bist du doof? Bist dir schon bewusst, ne? Dass du... Du bist alleine gerade. Also jetzt nicht mehr, aber du hast ein bisschen reingeschissen, Bro. Das hat er nicht ganz bis zum Ende bedacht. So, hier, komm schon. Erstmal fett das Genick gebrochen. Ja, mit seiner eigenen Waffe erstmal ein bisschen fertig gemacht. Die Sounds sind halt aber auch wirklich gut gemacht, ne? Und so ein Genick nackt oder so, das ist schon... Ist schon sehr böse. In Ordnung. Wo willst du hin? Da ist mir sogar die Waffe zerbrochen. Es sind aber auch noch ordentlich Ziele hier unterwegs. Scrotus Insignie. Und eine Idee habe ich noch. Jetzt kommt mir gerade was. Jetzt pass mal auf. Einstellungen. Kann man hier irgendwo die Frames begrenzen eventuell? Das hier ist der Sound. Grafik. Ach ja. Schlau. Weezing könnten wir anmachen. Aber so richtig Frames begrenzt. Wir könnten die Auflösung halt hier verändern, dass es da 120 zum Beispiel nur sind. Oder... Ja, weißt du schon, irgendwie 84 Hertz. Ich mache mal hier die 84. Weil dann haben wir automatisch weniger Frames, die aufs Spiel gehen. Möchtest du den Anzeigemodus ändern? Ja. Das probiere ich jetzt mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hoffentlich zeigt er das noch alles richtig an. So. Schaut gut aus, oder? Es könnte nämlich sein, dass das unsere Probleme löst. Mal gucken. Weil dann weniger Last aufs Spiel geht. Schauen einfach mal. Es fühlt sich auf jeden Fall gleich anders an als mit den 165 Frames, ist ganz klar. Aber es ist am Ende fürs Endprodukt ja das gleiche. Das kommt ja dann mit 60 hier raus. In Ordnung. Oder hatte ich vorher WeSync an? Weil ich habe gerade gesehen, dass ich auch über 200 nächstes immer noch. Es passiert immer noch, aber jetzt sind es nur noch einzelne Frames gewesen, die er gerade geskippt hat. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was es ist hier, was ich da noch machen soll. Ich bin ja mal absolut grenzenlos überfragt. Wir können dann vielleicht mal probieren, hier wieder auf 165 zu stellen und dafür WeSync anzumachen, wie das dann ist. Auch wenn ich eigentlich kein WeSync brauche, weil ich ja mit G-Sync-Monitoren so spiele. Jetzt sind es auch wieder 20 Frames immer auf einmal, die er hier skippt. Es ist sehr, sehr mysteriös. Ich habe keine Ahnung.
Also wenn man da sagen kann, warum das so ist, wie es ist, kriegst du einen Orden für. Oh Mann, ey. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht die ganze irgendwelche Frames unterhalten, ganz klar. Wir wollen auch ein bisschen hier über diese Gegend reden und die schaut schon ziemlich krass aus. Ich meine, die haben hier zwei richtige Silos umgebaut in eine Festung. Kann man das schon als eine? Eigentlich sind es ja zwei Festungen, ne? Sind ja nicht wirklich komplett miteinander verbunden. Hallo Freunde! Hey. Ja, okay, du bist der Erste, der sterben wird. Da bist du aber auch selber schuld. Es ist schon so krass. Der Warcry hat Gegner in der Nähe gestärkt. Töte ihn, um die Stärkung aufzuheben. Das müssen wir nicht mal. Der Warcry kann gerne bis zum Ende leben. Wollen wir uns dann am Schluss. In Ordnung. Hier gibt es noch ein bisschen Munition für uns. Vielleicht ein paar Messerchen. Jawohl, ein Messer ist dabei gewesen. So, Kollege. Was machen wir jetzt? Hm? Lass dich nicht so wegdrehen hier. Ich rede mit dir. Ja, ist schon ziemlich peinlich jetzt. Wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Das sehe ich auch so. So, Insignien haben wir alle. Ja, Kollege, da brauchst du jetzt hier auch nicht so rumhusten. Ich bin mal nicht so hier. Komm mal runter zu mir dann auf Augenhöhe, ne? Ja, das ist ja jetzt unglücklich gewesen. Das könnte ich jetzt auch nicht wissen, dass sowas passieren würde. Gut, hier hinten können wir uns nochmal durchsprengen. Anzünden. Werfen. Gucken wir mal. Wo geht es hier denn hin? Es fehlen halt angeblich noch voll viele Gegner. Bauteil nehmen. Sperrcrew. Dieses Bauteil kann benutzt werden, um das Projekt Sperrcrew in der Festung Pink Eye von Pink Eye zu bauen. Nice. Wieder ein Bauprojekt dann abgeschlossen. Hier gibt es noch ein bisschen Schrott. 6 von 10. Ja, wir können uns zwar jetzt darüber rappeln, aber da waren wir ja rein. Da unten geht's noch rein. Okay. Okay, ich weiß, wo wir da noch hin müssen. Ist in Ordnung. Ja, schauen wir mal ganz kurz hier oben. So, let's go. Ich probiere jetzt mal WeSync anzumachen. Es ist schon sehr, sehr wild. Also wir gehen jetzt mal her wieder her auf die 164. Ist okay. Okay, hat sich gefangen. Dann machen wir WeSync an. Okay, das sollte es gewesen sein. Zumindest wüsste ich nicht, was ich sonst tun soll. Es ist schon sehr, sehr wild, ne? Es ist sehr wild. Tut mir furchtbar leid, dass wir gerade so viel rumprobieren müssen. Es ärgert mich auch selber, ich bin da ganz ehrlich, aber es muss ja möglich sein, hier irgendwie was zu finden, wo es dann funktioniert. Und 59 FPS ist schon ein bisschen eklig zu spielen. Aber mal gucken, vielleicht löst es unser Problem. Und ich habe lieber ein Problem weniger, als dann halt diese Frames. Erstmal mit der Shotgun hier rüber. Nice. Oh, das war aber schon sehr ein bisschen knapp hier. Du wirst ja noch nicht verschreien. Aber es ist ganz gut möglich, dass das unser Problem gelöst hat. Dann spiele ich jetzt quasi auf 59 Frames. Nehme im Endeffekt auch die 60 halt dann auf. Das ist voll okay. Ja, wir haben noch 10 Kämpfer hier und die sind unter uns. Hier ist irgendwo eine Treppe gewesen. Die ging hier hinten irgendwo los. Da gucken wir mal hin. So, hier. Es fühlt sich schön grob an jetzt. Wollen wir hier nach unten.